Heute mal ein Huawei Esken G510 mit einem Touchscreen-Schaden. Setzt sich wie folgt voraus. Es geht an. Lässt sich auch noch bedienen. Aber wundervolle Spider-App. So, entsperren lässt sie sich noch, lässt sich auch noch bedienen. Wie man es sehen kann. Wir machen mal folgendes. Zack, genau. So, wir sehen hier was. 1, 2, 3. Also es lässt sich auf jeden Fall noch bedienen. So, damit wir wieder mal eine gute Sicht drauf haben, machen wir hier mal eine komplette neue Einheit drauf. Direkt mit einem Display. Insofern sparen wir uns die Arbeit, dass wir dieses ganze Teil hier heiß machen müssten mit einem Separator, abziehen und gegebenenfalls mit einem neuen Kleber festmachen müssten. So, dazu entfernen wir den Akku. Und dann haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Torxer-Schrauben. Und dann hier ganz klein haben wir eine Kreuzer. Die entfernen wir erst einmal. So, mit dazu können wir sagen, wir haben hier ein Cover, das sogenannte Mittelcover, stark lädiert, beschädigt. Insofern, dass wir das mal auswechseln können, nehmen wir dann halt dieses neue. Das ist dann nagelneues, inklusive noch Folie drauf. So, zuerst einmal öffnen wir das Ganze. Dazu können wir leicht hier unten etwas reinbiegen. Gehen mit so einem Tool hier ran und das Ganze hier öffnen. Nicht zu stark von der Gewalt her, weil, wie wir zum Beispiel hier sehen können, wir haben hier den USB-Anschluss von der Platine. Wenn der ab ist, da war es das mit Laden. Steckt direkt an der Platine dran und ist meist nicht so einfach mit Löten. In diesem Sinne, so zum Beispiel, können wir direkt hier reingehen und das ein Stück hochheben, sodass wir hier das Ganze nach oben heben können. So, schon haben wir es auf.
Hier, wie gesagt, der USB-Anschluss ist, wie man es sehen kann. Zack. Ja, ist gelötet. Müsste mit spezieller Maschine abgelötet werden. So, wir haben hier oben den Kontakt. Zack. Der Atmos. Wir entfernen mal kurz an die Kamera. Nur festgeklebt. So. Wir entfernen Laut-Leise-Regler sowie Standby-Schalter. So, der ist natürlich hier. Kleiner Fehler. Ja, Achtung geben. Ich zeige es mal direkt etwas näher. Und zwar steckt der. Ich gehe mal noch ein Stück höher. Und zwar. Halt hier so. Da. Das kleine Ding. Und zwar von hier, von der Seite aus. Von hier aus. Man kann es vielleicht gerade so sehen. Hier nach oben. Nach oben biegen. Nicht zu sehr. Ist eine kleine Spange. Wenn die ab ist, war es das. Dann können wir es nicht mehr festmachen. So, da ziehen wir ganz einfach das Teil heraus. So. Einfach als Vorsicht. Wir brauchen es zwar nicht unbedingt rauszumachen, aber besser als Vorsicht. So, danach haben wir eigentlich, man hat es gerade gehört, klack, klack. Wir haben hier unten, zack, und zwar auf der und der Seite Spangen. Vorsichtig nach hinten biegen, aber wieder wirklich vorsichtig, sodass wir die dann rausheben können. Zack. Zack, ganz vorsichtig. So dass wir das dann hier etwas locker haben. So, dann gehen wir hier ein Stück rein. Vorneweg muss ich dazu sagen, ich hatte es schon mal offen und kann dazu sagen, die Platine wirklich ganz langsam rausnehmen, denn ich zeige es gleich. Check, jetzt haben wir sie draußen, denn die Platine ist, man kann das hier wunderbar sehen, 1, 2, 3, 4 mal geklebt. Und insofern, entweder man macht es heiß mit dem Separator, dass man es langsam abmachen kann, ansonsten ganz langsam, man sieht es auch hier, 1, 2, 3, 4 mal ordentlich geklebt. Ich habe es am Anfang mal ein bisschen weggemacht. So, die ganze Platine, eigentlich wenig Arbeit, um das Ganze festmachen zu können, machen wir es wie folgt. Wir können ja erstmal testen, ob es funktioniert. In diesem Sinne legen wir das Ganze einfach mal ein. Check. Und check. So, den Akku dazu legen wir ein. Passt wunderbar rein. So. Allerdings müssen wir noch das gute Stück hier anstecken. Ganz langsam hinein in das gute Loch. So. Zack, hinein. Ankleben. Zack. So. Drehen wir die ganze Sache mal rum. Machen es an. So, so soll es aussehen. Schieb's mal wieder nach oben. So, und schon kann man das Ganze wieder besser sehen. Dauert halt nur ein wenig beim Hochfahren.
So. Es funktioniert. So. Es funktioniert alles, auch wenn man es jetzt so schlecht sehen kann. Wir gehen wieder zurück. So. Klicken einmal hier rein. Sofern wir reinkommen. Sofern wir reinkommen. Hier so. Zack. Sofern er sich alles auch ausschalten lässt. Lässt er nicht. Probieren wir es jetzt. Macht er nicht. Egal. Akku aus. So. Das Ganze ab. Warum ab? Wir machen hier jetzt check und check die Klebebänder ab. Eines hat sich hier schon festgefahren. Das machen wir direkt wieder ab. So. Wir machen das Ganze ab. Wir machen das Ganze ab. Zuck. Und das Ganze. So. Jetzt machen wir die Platine nur noch ran. Achtung dann, wenn ihr das Kabel ja noch dran haben solltet. Wir können es auch nochmal abmachen. Als kleine Sicherheit. Bei dem Kamm, wie gesagt, aufpassen. Man sieht es wieder mal nicht. Einmal scharfes Bild. Leider sieht man es jetzt schlecht. Wir haben auf jeden Fall hier haben wir einen kleinen Kamm. Nach oben biegen, aber wie gesagt, nicht zu weit dann. So, dann machen wir diese Leiste raus. Wir fügen das Ganze hier ein. Drücken es ein wenig fest. Erstes Flexkabel rein. Zweites. So, zack. Machen das Kabel wieder rein. Noch dazu sei gesagt, ihr habt hier bei diesem kleinen Dingerisch, habt ihr hier zwei Spitzen dran, links und rechts, die sind nicht zu übersehen, die sieht man jetzt hier, diese zwei kleinen Spitzen. Und dann habt ihr hier dran direkt, und zwar, sieht man es, ja man sieht es jetzt hier, hier dran, hier habt ihr eine kleine goldene, genau jetzt sieht man es, eine kleine goldene Linie, da muss das übereinstimmen. Ansonsten gibt es keinerlei Kontakt und es gibt keine Lautstärkeregelung, so wie es geht, nicht an oder aus. Zack, einmal eingefügt, rum das Ding, hier rum, wieder rankleben, fertig. Und dann aufpassen, und zwar habt ihr im Bereich diesen, es wird jetzt ein wenig dunkel, weil es regnet, obwohl ich es nicht bestellt habe. Wir haben hier in dem Bereich, ja, hier in dem Bereich, Achtung, das Kabel ein wenig zur Seite reindrücken, das hat seinen Platz dann hier. So, das ist fertig, das ist auch fertig. So, haben wir soweit alles. Was fehlt noch? Die Kamera. Et voilà, die machen wir hier rein und fest. Check. Und schon machen wir das Ganze hier fest.
Markchain, Klick und Klack. So. Und dann haben wir zuallererst in diesem Bereich hier, man sieht es jetzt wirklich ganz schlecht. Wir machen mal Folgendes, auch wenn es fast zu spät ist. Wir sehen uns gleich wieder. Zurück mit Fotolicht. So, und zwar, können wir das jetzt vielleicht besser sehen? Genau. So, hier jetzt, in dem Bereich, wir sehen, ob wir das trotz des ordentlichen Lichtes sehen können. Genau. Hier in diesem Bereich, und zwar hier rein, kommt die Kreuzschraube. Und dann jeweils 2, 4, 6, 8. Die hätten wir dann hier. Und zwar, man sollte es unten mit dem Licht trotzdem schaffen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann machen wir die ganzen Torx-Schrauben rein. Wenn man jetzt sagt, ja, wie kommt jetzt der Aufkleber da rein? Am besten wir nutzen den Separator. Nicht zu viel Hitze ran. Sonst quillt alles ein wenig auf und ist gar nicht mehr nutzbar. Wird dann später von mir gemacht. Ansonsten ist wichtig, dass das Gerät funktioniert und sich bedienen lässt. Bei der Platine aufpassen nochmals. Ist anfangs stark geklebt, gegebenenfalls mit dem Separator etwas warm machen, nenne ich es mal. Und nicht zu sehr biegen. Ist auch nur eine Platine, kann also irgendwie doch sich wieder verbiegen und gegebenenfalls Kontakte beschädigen. So, zwischendurch die Sache wieder. Wenn ihr es macht, macht es vorsichtig. Ich übernehme keine Verantwortung, wenn irgendwas kaputt geht bei euch. So, diesen Kleber, wie gesagt, mache ich dann noch ab, wird erhitzt und dann hier reingeklebt. Ansonsten ist das Gerät soweit fertig. Zack. Jo. Wer also wenig Arbeit haben will, der nimmt am besten eine komplette Einheit, wie ich es meist mache. Ist alles schon dabei, wird ganz schnell getauscht, fertig, ihr habt ein neues Handy. Ist meist nur eine Kostenfrage. So, na dann. Viel Spaß beim Nachmachen, aber wie gesagt, seid vorsichtig, nehmt euch ein wenig Zeit. In dem Sinne.